Weiter geht es mit dem Kugel-Wolken-Modell. Wir hatten ja schon ein paar Sachen festgestellt. Was jetzt noch eigentlich zu klären ist, ist die Frage, wie verteile ich eigentlich die Elektronen? Ich habe euch ja hier Beispiele zum Sauerstoff und dieses hier, was ist das? Wir zählen mal kurz nach. Das müsste die dritte Schale sein. Das ist die erste, zweite, dritte Schale, also dritte Periode. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste also das Phosphor sein. Also ein Phosphoratom habe ich hier. Die Frage ist, wie werden die Elektronen verteilt? Was auffällt, ist, dass ich zwar teilweise hier Paare von Elektronen habe. Also das ist Elektronenpaare. Teilweise habe ich auch einzelne ungepaarte Elektronen. Die Frage ist, wann ist oder wann habe ich einzelne ungepaarte Elektronen? Die Frage ist, wann habe ich das eine oder wann habe ich das andere? Das kann man schlecht lesen. Was auffällt, ist, dass also hier zum Beispiel, ich könnte die ja alle hier in einen Elektronen in ein so eine Kugelwolke, in eine Elektronenwolke hineinpacken. Hier klar, hier würde auf jeden Fall eines übrig bleiben, aber einfach zu sagen, packe immer zwei zusammen, das passt hier ja nicht, denn das stimmt hier nicht. Und übrigens, wenn ich beide Elektronen in einer Wolke hätte, dann hätte ich ja auch nicht hier die Atombindung beim Sauerstoffmolekül herstellen können. Also das ist schon wichtig, dass die einzeln sind. Ja, ich habe noch ein anderes Beispiel rausgesucht, und zwar hier eines. Das hat zwei Schalen, also erste Schale, zweite Schale, drei Elektronen, das wäre also in der zweiten Periode, das wäre das Aluminium. Ups. Atom, was ich hier sehe, das hat drei einzelne Elektronen, auch hier. Es wird nicht gepaart. Man kann sich denke ich jetzt vielleicht vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Also die wichtigste Regel hier dabei ist, zwar ist es so, jede Elektronenwolke erhält erst ein Elektron. Und dann erst, wenn jede Elektronenwolke ein Elektron hat, kommt auch ein zweites Elektron dann eben dazu. So, und damit haben wir eigentlich schon alle Regeln erfasst. Ich markiere nochmal die wichtigen Regeln, weil ich habe ja teilweise ja auch noch Erklärungen dazu geschrieben. Also, was ist die wichtige Regel? Hier, jede Elektronenwolke hat maximal zwei Elektronen. Je nach Schale habe ich also eine entsprechende Anzahl an Elektronenwolken. Bei 8 Elektronen, was ja so unsere übliche Anzahl für maximale Außenelektronen ist, habe ich also 4 Elektronenwolken. Das Ganze ist räumlich, also tetraederförmig angeordnet. Ich kann es aber eben auch flach darstellen. Die erste Schale ist um den Kern herum, direkt um den Kern herum. Dann habe ich bei der Verteilung der Elektronen die Regel, dass jede Elektronenwolke erstmal ein Elektron erhält und dann habe ich jeweils ein zweites dazu. Mehr passt hier auch nicht rein. Und dann gibt es noch den Begriff Elektronenpaare, wie hier, und einzelne ungepaarte Elektronen, die auftreten können. Ja, eine Kleinigkeit fehlt jetzt noch. Und zwar, das hatten wir beim vorherigen Beispiel gesehen, was wichtig ist für die Bildung von Bindungen zu anderen Atomen. Ich brauche ungepaarte Elektronen.
wie hier und hier, damit ich eine Bindung bekommen kann. Also, das halte ich nochmal als eine weitere Regel fest. Bindung durch ungepaarte Elektronen. Das ist eine ganz wichtige Tatsache. So, eure Aufgabe ist es, das hier festzuhalten für euch. Ihr braucht es nicht mit Bildern machen, denn es folgt jetzt eine Übung, beziehungsweise ja, ihr könnt die Übung dann auch in der Schule machen. Und zwar sollt ihr hier im Periodensystem, das Arbeitsblatt bekommt ihr ja von mir, das Kugelwolkenmodell für diese ganzen Elemente hier aufschreiben. So ganz korrekt ist es jetzt nicht. Ich habe hier die zwei inneren Schalen zusammengefasst, vor allem deshalb, weil der Platz hier ein bisschen knapp ist. Also gehen wir mal kurz jetzt an dieses Beispiel und sagen, wir wollen jetzt die Elektronen hier verteilen. Ich nehme mal einen schwarzen Stift. Wie lauten denn die Regeln? Also zunächst mal erste Periode, eine Schale. Ich habe nur eine Elektronenwolke, die um den Kern herum ist. Das ist ja hier der Fall. Wasserstoff hat ein Elektron, also kommt hier ein Elektron hin. Da alle Elektronenwolken dieser Schale ein Elektron haben, kommt das zweite also auch dazu. Dann Helium also so aus. So, Lithium hat ein Elektron auf der äußersten Schale. Eines dieser Elektronenwolken bekommt also das Elektron. Beryllium hat zwei Elektronen. Ich setze mal ein Elektron ab. Und das zweite kommt eben nicht jetzt dazu, sondern hierhin. Jetzt gleich die Frage, die sicherlich bei euch kommt. Kann ich denn nicht vielleicht das Elektron hier hinzeichnen? Oder was ist, wenn ich es hier hinzeichne? Gut, wenn ich das so flach angezeigt habe, dann sieht es so aus, ob es ja unterschiedlich wäre. Tatsächlich ist es aber so, und da gehen wir nochmal die Seite zurück, wenn ich das Ganze räumlich angeordnet habe und ich habe zwei Elektronenwolken besetzt, dann sind die immer nebeneinander. Also das und das, das und das, das und das. Das ist einfach wegen der räumlichen Anordnung. Ja, übrigens nochmal eine Begründung, warum geschieht das eigentlich hier, dass ich da die Elektronen verteilt habe? Es ist eigentlich relativ einfach, wie man sich das merken kann. Diese Elektronen sind ja negativ geladen und gleiche Ladung, das wisst ihr, die stoßen sich ab. Also versuchen Sie einen großen Abstand zu bekommen und dazu wollen Sie natürlich nicht hier in eine gemeinsame Elektronenwolke, sondern lieber getrennt. So, das Ganze geht jetzt weiter. Beim Bohr habe ich drei Außenelektronen, dritte Hauptgruppe, also 1, 2, 3 Elektronen, egal wo wir das jetzt hinzeichnen. Und so weiter mit Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Fluor. Machen wir mal ein Beispiel hier. Stickstoff hat 5 Außenelektronen, 1, 2, 3, 4. Jetzt muss noch ein Elektron verteilt werden. Jede Elektronenwolke hat schon ein Elektron, also muss das fünfte Elektron mit in eine andere Elektronenwolke hinein. Und dann sieht das beim Stickstoff so aus. Ja, jetzt ist diese Schreibweise mit dem Kugelwolkenmodell ja relativ umständlich. Wenn ich das Ganze irgendwie aufschreiben will, das Schalenmodell war auch schon nicht so einfach, aber es ist einfach zu umständlich, hier immer diese Zeichnung zu machen, wenn ich erklären will, wie eine Bindung funktioniert. Und da ist eben jemand auf die Idee gekommen, das Ganze zu vereinfachen. Und zwar macht man das so, dass man für dieses Kugelwolkenmodell eine einfache Schreibweise verwendet. Und zwar, ich mache das jetzt mal gerade hier beim Stickstoff. Ich schreibe in der Mitte das Elementsymbol. Und mache es jetzt so, dass ich für jedes einzelne ungepaarte Elektron einen Punkt einzeichne, während ein Elektronenpaar als Strich gezeichnet wird.
Ein weiteres Beispiel, nehmen wir zum Beispiel hier das Bohr. Bohr hat drei einzelne ungepaarte Elektronen, also drei Punkte. Wie sieht es denn mit Wasserstoff aus? Wasserstoff hat ein Elektron, also ein Punkt. Helium hat zwei Elektronen, die allerdings gepaart sind. Also darf ich nicht zwei Punkte schreiben, sondern das Ganze gibt einen Strich. Okay? Halten wir das Ganze mal fest. Man sagt übrigens zu dieser Schreibweise Lewis-Schreibweise. Ich denke mal, das hat damit zu tun, wer das erfunden hat. Also, wir hatten es ja gerade eben. Stickstoff hat 5 Elektronen. Deshalb 1, 2, 3, 4, 5. Ich schreibe es mal sozusagen aus. Für jede Seite für eine Elektronenwolke. Und auf einer Seite kommen 2 und das mache ich zum Strich. Magnesium, weiteres Beispiel, 2 Elektronen. Zum Beispiel so. Egal, wo ich das jetzt hinzeichne, könnt ihr auch so und so machen. Aber so, Chlor, 7 Elektronen. Ich muss sie verteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist durchaus übrigens üblich, in einigen Ländern oder auch Schulbüchern wird es so geschrieben, dass ich zwei Punkte mache. Ich bevorzuge also diese Methode, dass ich aus zwei Punkten einen Strich mache. Ganz einfach, weil man dann deutlich sieht, dass es zusammenhängt. Also ich habe hier beim Chlor 3 Elektronenpaare und ein einzelnes ungepaartes Elektron. Zur Erinnerung, das ist ja wichtig, um eine Bindung auszubilden. Also Grundregeln, einzelne Elektronen immer als Punkte. Und Elektronenpaare als Striche. So eine Kleinigkeit noch, die wir jetzt einfach so stillschweigend gemacht haben oder übernommen haben. Die inneren Elektronen werden gar nicht betrachtet. Also nur Elektronen auf der äußersten Schale. So, ja, spielt auch gar im Prinzip gar keine Rolle. Ne? Wir wissen ja schon von der Edelgasregel, es geht immer darum, äußerste Schale leer oder äußerste Schale voll. Und damit reicht es eben, wenn ich die äußerste Schale darstelle. So, Aufgabe ist jetzt, dass ihr dieses Periodensystem also weiter ausfüllt. Jeweils Kugel-Wolken-Modell und dadurch ergibt sich auch automatisch die Lewis-Schreibweise. Und in der letzten Zeile für die vierte Periode, da habe ich das Kugel-Wolken-Modell gleich weggelassen. So.